So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Helle Du's. Heute mit mir, dem Crusader, auf der wunderschönen Karte Karata an einem wunderschönen Tag. Und seht mal da, eine Airhead kommt runter. Wenn euch das Ganze gefällt, genauso wie mir, dann lasst mir doch ein Like oder ein Abo da. Brauche ich ganz dringend. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gameplay am Wochenende, wenn ich denn jetzt hier spawnen darf. Wenn ich darf spawnen, weil natürlich keiner der Gegner nach hinten sieht und keiner sieht unsere Airhead. Genauso wenig wie wir ihre Airhead sehen, sehen sie unsere halt einfach auch nicht. Das ist fair. Also das finde ich fair. Oder steht jetzt ein Panzer davor, der alle wegschießt? Ja, oder einfach gar nicht. Ja, aber das ist fair, so. Die nutzen eine Airhead, die wir nicht sehen, und wir nutzen eine Airhead, die die einfach nicht sehen. Das finde ich gut. Da war schon die Nein, ah, von links. Ah, irgendwo links, auf seiner gewesen sein, der mich gesehen hat. Absolut ärgerlich. Okay, wäre gut, wir haben übrigens niemanden im Süden. Das heißt, wenn der Gegner im Süden steht, dann wird er den Punkt gleich wieder haben. Garni haben wir da ausstehen. Okay, jetzt haben wir da relativ schnell relativ viel wird verloren. Ja, die haben was im Süden. Masse. Die haben die Masse im Süden stehen. Im Häuser-Compound auf Ping. Er hat mich gesehen, durch den Busch durch. Er muss drin gestanden haben oder er hat einfach die Einstellung von Gott. Ah, ich glaube, er stand im Gebüsch drin. Er ist vorgelaufen ins Gebüsch, um zu gucken. Wie jetzt keiner gerallt hat, dass im Süden alles von denen steht, ist so Wahnsinn. Wenn wir eine MG haben, kannst du auch von da oben ins Haus gehen. Die stellt sich ja auf die Mauer da ran, an die Mauer ran und guckt darüber. MG, zu mir. Ah, wir haben ja keine MG. Ja, dann komm hier hoch. Nein, ah, oh, er aimt ab. Ich glaube, da steht alles, was sie haben im Süden, plus ihre Garnison.
In dem Compound südlich. Keiner hat's gemerkt. Okay, die Toten wären zum OP, wir gehen wieder in Angriff. Keiner hat's gemerkt, niemand hat's gesehen. Ich war verzweifelt. Hier auf Ping steht alles, was sie haben. Alles. Alles, was sie besitzen, steht da. Garnison, Akku. Haben sie alles im Süden gebaut. Nee. Marco steht da noch. Jetzt auch wieder dahin zurück. Aber wir werden das aber versuchen. Okay, für dich gesetzt. Ja. Vorsicht, auf Ping im Haus, oben rechts sitzt einer. Cake bei, vorsichtig, da sitzt einer im Haus. Auf Ping. Ich glaube, in meinem Haus ist auch einer drin. Ja, ist einer drin. Okay, den spreng ich kurz raus. Probier dich zu holen, ja. Moment. Ja, ich muss nicht sagen. Leute, ist hier los oder was? Nein, oh, ey, wo kann, ey, was? Ey, wieso? Wo kam der denn jetzt her? Ist da ein LKW mit Vollbesetzung hingefahren oder was? Hä? Oh Mann, ey. 45-28, so was Blödes, ey. Ich komm einfach nicht bei denen rein. Das nervt mich total ab. Ich muss aber. Ja, das ist der Typ aus dem Haus. Ja, ich weiß, dass du das bist. Das ist okay. Und der andere aus dem Haus. Hätte ich mal eben eine Satchel gesetzt, ne? Boah. Aber jetzt sitzen sie in den Häusern und sobald man piekt, ist man tot, weil sie da oben einfach nur noch wieder abcampen. Ich werde von hier aus anrennen. Das ist nicht so campy.
Dann ist die Straße zwar offen, aber das dürfte egal sein, weil wenn ich da jetzt noch zweimal durchrenne, sterbe ich trotzdem wieder, weil die halt sich keinen Meter vor oder zurück bewegen. Den Kerl aus dem Haus kann ich jetzt rausholen mit einer Satchel, die werde ich da einfach irgendwo unten reinplacen, dann macht's Boom und der ist weg. Könnte klappen. Ja. Nein, oh, direkt aber zwei Mann, ey, links und rechts fliegt einer raus mit Dauerfeuer. Es ist so hart in der Ecke da. Mann, campen die da rum. Den OP wieder so gesetzt, dass wir über das offene Feld laufen müssen, ja? Finde ich gut. Die Nee, wir OP müssen sind die die gar offenen nicht so Feld-OPs. stramm stehen, die machen wir jetzt weg. Das könnte Ja, klappen. ich verdecke dich. Nein, ach, da wartet einer hinter mir. Er wartet, er wartet. Wie lange hat er da jetzt gesessen, bis einer gekommen ist? Ich wüsste gerne echt mal. Ich hätte gerne mal so einen Timer, wie lange eine Person an einer Stelle sitzt und wartet, dass jemand vorbeirennt. Nicht eine Person, die Gegner sieht und deswegen an seinen Punkt gebunden ist. Nein, eine Person, die auf einen Gegner an einem Punkt wartet, weil sie annimmt, dass da einer langlaufen könnte irgendwann mal. Das würde mich schon sehr interessieren. Nächster Tote, macht bitte wieder Supplies. Nein, ich werde sofort erschossen. Wo soll ich mit den Ist Supplies der weg? hin? Und er guckt auch noch. Er guckt noch, ob ich wirklich tot bin. Ja, bin ich. Ja, wo soll ich die Supplies hinbringen? Der OP hinter dir wurde jetzt genau in diesem Moment weggenommen. Gibt einen neuen OP. Ja, danke. Spawn ist in 18. Musste eben erstmal gucken, ob meine alte Aufnahme gespeichert ist. War sie aber. Sehr gut. So, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Passt. Okay. Liegen die Supplies. Nein, oh. Schon wieder so ein Dauerfeuerspray irgendwo Richtung von irgendeinem Gebüsch. Es ist so gut. Also ich hab ihn eben noch gesehen, aber Mann, Jungs, campt doch nicht so krass. Bitte. Es macht doch keinen Sinn, was ihr da tut. Es macht wirklich keinen Sinn. Ihr verliert gerade. Und ihr werdet auch verlieren, selbst wenn ihr da unten im Süden rumcampt. Irgendwann kommen wir da nämlich trotzdem durch. Auch wenn wir da 100 Mal anrennen müssen. Irgendwann kommen wir da durch. Und dann kriegen wir den Punkt. Wenn Sterben zur Gewohnheit wird, dann ist das Crusader-Spiel. Ja, der liegt ja irgendwo im Gebüsch.
Der muss mich die ganze Zeit gehört haben. Ja, ihr seht es ja selbst. Hinter jeder Ecke hocken hier ein oder zwei. Das ist hier überhaupt kein Vorkommen. Absolut hart. Oh, dann renn in den Garten rein und wird sofort von zwei, drei Mann gefarmt mit Dauerfeuer. Du kannst nur skippen, neu spawnen, wieder reinrennen, skippen, neu spawnen, wieder. Er sitzt da, der Bierbaum, der sitzt da wirklich und wartet. Und wartet. Bis zum geht nicht mehr. Alter, in den Garten zu gehen bringt überhaupt nichts. Die sitzen ja in jedem Gebüsch in diesem Garten da. Boah, boah, man wird so krass weggemacht. Die warten, die kommen weiter und warten. Die rennen gleich über den OP. Junge, was ist das denn für eine kranke Scheiße, ey? Wahnsinn. Garni und OP-Bling, die kommen immer näher, die Typen. Jetzt cappen sie an. Hinter unseren Leuten ist garantiert wieder eine Airhead. Und die rein's nicht. Da steht einer direkt dahinter und wartet, hinter der Ecke. Das ist so geil. Ich glaube, ich habe ihn einmal getroffen. Aber ich brauche 3 Schuss mit der MP. Es ist so gut, es ist so gut. Sie campen so gut. Sie campen so wunderschön. Ich meine, hier wird keiner stehen. Die werden jetzt reinrennen ohne Feindkontakt. Feindpanzer ist schon mal... Das ist schon mal lecker für mich jetzt. Doch, den versuche ich mir zu... Vergnusswurzeln, der wird wahrscheinlich ein bisschen weiter rausfahren und hat nicht immer Impfdeckung. Ein Wasser könnte, kann davon zu. Mike rennt da echt ohne Fernkontakt rein. Nicht gut. Nein! Oh! Er campt. Er sitzt da und wartet. Oh nee, es ist so gut. Es ist so gut, ey. Sie sitzen überall. Man kann von hinten einfach reingehen, weil keiner von den Gegnern was rallt. Wir können doch einfach von hinten reinlaufen, oder? Von denen dreht sich doch wieder keiner um. Jetzt haben sie sich umgedreht und sie cappen Ortszentrum. Ich glaube, das verlieren wir. Die haben Ortszentrum, die Gegner. Die haben die gar nicht geblockt. Ich smoke den mal in den Panzer. So, an den Pistolen und den Panzer bis da laufen, wie wir die Panzer nicht richtig ist.
Junge, hatte der Glück, wie diese Granate abgeprallt ist. Nein, ah, oh, da war einer im Innenhof irgendwo. Oh. Ich weiß nicht, wo der hergekommen ist und wie der da reingekommen ist. Vielleicht ist er komplett außen rum gegangen jetzt, aber da war jetzt wieder einer im Innenhof. Ich habe das eben schon alleine gut angekappt. Das ist so ja, hart. Komm her, komm mal. Jami, komm her, komm her. Schieß ihn da in den Arsch rein. Nein, wieso ich? Warum ich? Warum ich? Wieso ich jetzt? Warum? Warum ich an der Stelle? Da laufen zwei Mann vor mir und ich werde da irgendwie völlig random abgeknallt. Und in der Stadt, das kann nicht gehalten werden. Das kann nicht gehalten werden. Die haben keine Garni mehr. Das halten die nicht mehr lang. Oh, eine Mine! Oh Gott! Boah! Es ist so gut! Es ist so gut, was sie machen! Boah, es ist ein Squad nur da drin. Ein einziges und die machen das so krass gedefft. Das ist Wahnsinn. Also wirklich, Chapeau. Minen, Infanterie. Ja, haben zwei Typen gekillt. Stehen saugut, die Typen. Packe ich mal eine Mine dahin. So clever, da eine Mine hinzulegen, ist gut. Das war der Kommandant. Ich habe den zweimal angeschossen, er hat nach oben gezippt und konnte trotzdem noch Panic Shots abgeben und hat mich damit noch erwischt mit den Panic Shots und da steht ihre Garni. Die haben mich leider erschossen, neue Feindgarni steht nordöstlich von dem Gleister Zug. Ich werde gleich einen Marker drauf geben, da kam eben doch ihr Kommandant her. Ungefähr bei Rue de Bijou-Bissous, beim R von Rue steht die ungefähr in der Ecke. Also gar nicht steht irgendwo Richtung Ping. Irgendwo die Ecke ist die.
Lol. Nein, Ortszentrum. Zu lange gebraucht. Ja, die haben uns. Cap Race haben die definitiv gewonnen. Halt machen, dass wir Town Center verteidigen. Wir müssen Town Center verteidigen. Kriegen das nicht. Hallo, Umbrennen. So Jungs, wir greifen jetzt das an, Town Center von Zügen. Wir können Schienenübergang nicht verteidigen, da steht keine Garni. Ja, ich hab das jetzt schon gesagt, aber sie werden mal wieder ein bisschen sassy als die Option. Wie soll ich mich darum kümmern, dass der keine. Du hast keine OP mehr, die haben deine OP weggenommen, stirb nicht. Gerade richtig kacke, sorry, aber muss man einfach nur sagen. Vielleicht ist er voll. Gib mal, nee, warte mal, gib mal bitte zwei Schuss ab. Wenn du nur einen Schuss abgegeben hast, geht's immer nicht. Schieß mal zweimal, dann dürfte es gehen. Vorplatzierte Strukturen abbauen. Aber die musst du halt mit so einer Zange erst bauen. Ich weiß nicht den Namen nicht. Die hat denn der Pionier, der Schraubenschlüssel, der Pionier oder der Athena kann mit Schraubenschlüssel anstauen. Dann kannst du die mit dem Hammer mitbauen. Thank you.
Gar nicht steht genau auf Ping. Die gar nicht abgerissen. Ich glaube, dass wir versuchen zu heilen, weil ich uns da schnell umgehe. Lauf, 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 nicht fighten, lauf. Lauf, wir brauchen einen Medic. Ah, hier war eine Mine. Direkt neben unseren Offi. Naja, wenigstens habe ich die ausgelöst. Pass auf, man hat rund um Minen da irgendwie Minen hingelegt, keine Ahnung warum. Junge, wir hatten fast gewonnen und jetzt haben wir komplett verloren aufgrund von so ein paar Airhead Garrisons. Stimmt natürlich. Ja, warte, ich setz erstmal schnell den. So, jetzt. Jungs, okay, steht. Komm wieder rein. Was ist jetzt Plan Clear hier, oder wie? Wir ergreifen von hinten Rail Crossing an. Ah, von hinten? Okay. So, alle Tulpen gehen sofort zum P. Westbahn am besten versetzen. Da ab. Die Straße entlang, ein bisschen weiter links. So. Nein, nein, ist man rauf. Häuser links von uns, im Hardcap, sind drei Infanteristen. Auf der rechten Seite der Straße sind zwei Infanteristen. Woher weiß er das?
Also insgesamt sind 5 Infanteristen im Handgriff. Hört auf. Wenn der Akku leer gegangen ist, ist echt ein bisschen ein Stimmungskiller. Ja, jetzt nimmst du sie hoch. Weiter. Nein, Die drehen jetzt natürlich alle um, weil die nicht wollen, dass sie diesen Punkt noch wieder zurückkappen. Wobei die von der Zeit her, nee, so ganz gewonnen haben, sondern doch, die haben schon gewonnen. Hört ihr mich noch? Ja, man hört dich noch. Sie haben knapp, aber sicher gewonnen. Ärgerlich, war auf jeden Fall eine gute Runde. Oh, da auf dem Vorhof der Halle ist die Hölle los. Da ist richtig was unterwegs, ey. Da hätte ich mal eine Satcher anlegen sollen. Das hätte nochmal gut Kills gegeben. Die haben in der Scheune da ihre Main-Spawn-Infanterie. So, Jungs, ich finde das schön, dass wir noch den Punkt gekippt haben. Jetzt
Beweis unserer außerordentlichen Leistung in diesem Spiel. Ja, steht gar nicht okay. Schade, den einen habe ich dann noch gekriegt, aber leider am Ende nicht gewonnen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir bitte ein Like oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.